herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir fahren heute unsere erste Tour. Nämlich, wir haben komplett neu angefangen. Wir fangen nämlich jetzt, warum fangen wir neu an? Wir versuchen jetzt auf realen Bedingungen, versuchen wir im ITS 2 von 0 auf 100 zu kommen. Ob das möglich ist, das werden wir uns heute anschauen. Mit dem Eco-Mod von Schumi bzw. vom Dennis. Ich muss tief durchatmen, denn das wird eine ganz schwierige Geschichte. Was genau, ihr habt ja das Video gesehen mit dem Eco-Mod. Also wir fangen an mit dem G-In-Game-Faktor 0.04. Das sind dann die realen Frachtpreise. Ich komme quasi gerade frisch von der Schule, habe einen Lappen gemacht. Jetzt bin ich bei einer Spedition. Man fängt ja erstmal an, wie man das weiß, wenn man ein neues Spiel anfängt. Und wir fahren jetzt von München nach Innsbruck Grafit fett für 121 Euro. So. Klar, wir haben Müdigkeitssimulator an. Wir haben Rangieren für hier unten reinrammeln, hier mit Trailer und so, ne? Kupplung und so Döns. Haben wir für Fortgeschrittene. Wir haben die Luftdrucksystem, wir haben Bußgelder, wir haben Schlafsimulator, wir haben alles on top. Und wir fahren mit Gangschaltung, meine Damen, meine Herren. Ne? Ganz, ganz wichtig hier nochmal zu erwähnen. Also wir machen jetzt hier volle Palette. Fahren wir heute mal los. Gucken wir mal, wie weit das mal kommen und ob wir überhaupt die Möglichkeit schaffen, dass wir hier irgendwo ankommen. Unser Budget liegt jetzt bei 2000 Euro. Das wisst ihr ja alle selber, wenn man ein Spiel anfängt. Und das wollen wir jetzt hier mal probieren, ob man überhaupt mit diesem Eco-Mod, ob da überhaupt die Möglichkeit besteht, das so zu schaffen. So, wir fahren mal schön langsam raus. Wie gesagt, der LKW gehört ja nicht uns. Das ist ja von der Spedition hier, wo wir angefangen, beziehungsweise wo wir jetzt hier fahren. Und das probieren wir jetzt aus. Auch wichtig ist natürlich, den Spritverbrauch zu senken. Gerade dann, wenn man dann selbstständig ist, also wenn man versucht, selbstständig zu werden, dass man da Geld spart. Nicht über die runde Ampel zu fahren, kein Auto reinzufahren und. Das sind alles Strafen, das sind Kosten, das kostet unmens. Und dann dementsprechend probieren wir das heute hier mal aus. Also natürlich. Oh, scheiße, Kupplung. Eieiei, haben wir schon falsch gekuppelt hier. Das ist jetzt Fahren für Realistik-Fans, meine Damen, meine Herren. Vor allem, ich muss ja auch noch schalten und splitten und hast nicht gesehen. Also ist auch nicht ganz so einfach, das während der ganzen Tour zu machen hier. Nicht zu schnell zu fahren. Das wird jetzt eine richtig heiße Kiste. Und ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Schaffe ich es noch? Yep. Alles grün. Perfekt. Dann können wir noch rüberfahren. Jetzt wird sich da. Ja, guck mal, ja, gezankt Tour. So weit sind wir noch nicht. Ich habe ich habe Mods an. Einmal den Trailer hier, Trailerpaket, das STS Trailerpatch, dass ich einfach wenigstens schöne Trailer habe im Traffic und die Fracht nicht dann fahren darf. Genauso gut wie den Eco-Mod von Schumi, der ist dann natürlich wichtig. Ich habe den Ingame-Faktor schon auf 0 gestellt. Und was habe ich noch an? Ich glaube, das war es eigentlich schon mehr. Und ja, Symbole, Symbol-Mod, dass wir hier am Boden anständige Symbole haben, weil ich mag dieses Rumgeflatter von STS nicht. So, das ist eigentlich alles. Mehr habe ich noch nicht drin. Wenn ich später mal selbstständig bin und ich habe Kohle, dann kann ich ja mal langsam anfangen. Wenn ich dann auch meinen eigenen LKW habe, kann ich da dann mal anfangen, hier ein bisschen Interieurgedöns reinzubasteln. Ne? Oder weiß ich nicht. Erstmal einen LKW kaufen, das ist ja schon erstmal das Schwierige an dieser Geschichte. Ne? Aber das gucken wir uns dann an. Was wichtig ist, wir versuchen uns einigermaßen zumindest an den Geschwindigkeitsregeln zu halten. Das ist, glaube ich, klar. Versuchen wir mal, also so wie es halt in Real Life ist. Ganz kriegt man es nie hin. Ihr wisst ja, weil 80, wie es jetzt hier dargestellt ist, fahren wir meistens eh nicht. Wir fahren dann meistens 85 oder so, oder? So, jetzt sind wir mal hier auf der Bahn. Und jetzt geht es erstmal ab nach Innsbruck. Jetzt bin ich aber gespannt, wie viel Zipbogen hier. Das wird jetzt richtig geil. Ich habe gesagt, ich will das machen. Ich will das ausprobieren. Ich will Touren fahren, die wir dann... Oder wir gucken mal, ob es überhaupt möglich ist, mit einem Eco-Mod nach realen Bedingungen zu fahren. Wollen wir mal testen. Ne? Habe ich jetzt ein Tempomat an? Ja, ne? Nee, habe ich nicht. Ja, warte. Man muss ja alles neu hier legen. Habe ich das jetzt schon gemacht? 85? Nee. Ja. Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich noch nicht. Ich muss doch gucken, wo ich hier meine Dinge hinlege. Weil ich, wenn du ein neues Spiel anfängst, musst du wieder alles neu machen. Ne? Ganze Tastenbelegung machen, alles bla bla blub. Ja, da muss ich mal gucken, wo ich das alles hier hinterlegt habe. Aber so war es. Jetzt weiter rein. Fahr mal schön gepflegt. Selber ein bisschen schön beide hinter ins Lenkrad. Bisschen schnell sind wir. Nein, verdammt! Scheiße! Oh.
Da fängst du an, das waren 8 Euro. Hier steht jetzt 80 fahren, dann musst du auch 80 fahren. Und wenn die Polizei vorbeifährt und du fährst schneller, dann haben sie dich gleich am Sack. Alter Verwalter. Das ist das, wenn du die Bußgelder aus hast oder gar nicht drauf achtest, wenn du einfach so just for fun fährst, ne? So ein Singleplayer, viele haben das bestimmt aus und so, brauche ich nicht, nimm ich nicht. Egal, ich habe 100.000 Euro hier auf dem Konto und so, weil es wurscht ist. Dann beißt sich das natürlich, ne? Man hat es jetzt hier gerade gesehen. Jetzt haben wir schon mal 8 Euro abgezogen. Gut, ich bin ja Angestellter, ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen, anhand der Kosten, meine Damen, meine Herren, was sich das dann ausmacht. Ne? Aber das wird jetzt, ich sehe schon, es wird eine ganz schwierige Kiste. Und ich glaube, ob ich das überlebe und überstehe, das wird sich zeigen. Dazu dann natürlich in den nächsten weiteren Folgen mehr, inwiefern wir da... Oh, jetzt muss ich ein bisschen bremsen hier, warte mal, Motorbremse. Schön Motorbremse an hier, ja, kann man mal machen. Ne? Guck mal, ich habe schön runterbremst hier. Kann man das eigentlich beim Trailer sehen? Ja, ne? Ne, das sieht man gar nicht, ne? Aber auf alle Fälle versuchen wir das einfach mal, das zu testen. Man guckt immer viel mehr jetzt ins Spiel rein, ob nicht irgendwo die Polizei angeschüsselt kommt, weil sonst haben sie sich gleich wieder am Sack. Weil 80 ist erlaubt hier auf der Bahn und wir fahren schon wieder 83. Ey, das geht so in der Hose. Abstandsassistenten habe ich eigentlich an. Alles ist an, alles am Testen hier. Denn wenn die Polizei dich am Wickel hat, ihr habt es gesehen, 8 Euro sind jetzt mal wieder flöten gegangen. Von 100, wie viel? Von 121 Euro, oder? Alter Verwalter, wenn das jetzt hier noch abgezogen wird, dann gut nach Marie. Kannst du gleich die Kündigung abholen beim Chef. Aber wir probieren das jetzt aus, wir testen das Ganze. Nach einigermaßen realen Bedingungen zu fahren. Alter, ich glaube es hackt. Mann. Wir gucken einfach mal. Wir testen. Wir gucken. Ist auch nicht mein LKW hier, ne? Ist halt, wenn du anfängst, dann kriegst du einfach erstmal ein LKW hier hin und dann viel Spaß, fahr mal eine Runde. Oder kommt schon die Polizei. Dann kommen sie. Ich fahr mal 82, 80, 81, 82. 81 sagen sie nichts. Guck hier. Jetzt kann ich wieder Gas geben. Ja, man muss schon gucken, wo man bleibt, ne? Also während diese Touren jetzt öfters fahren, ich habe mir ein extra neues Profil angelegt, neuen Speierpunkt, neuen Speierstand. Ich habe mir extra mal einen Speierstand angelegt, wo ich wirklich komplett neu anfange, wo dann alles hinterlegt ist und so. Und ich bin jetzt wirklich, naja, das wird auf eine ganz, ganz, ganz enge Kiste hier jetzt. Ich persönlich glaube, ich kenne meine Fahrweise, ich kenne meine, alles was so dazu gehört, ich glaube, ich werde es nicht überleben. Aber wir werden es trotzdem probieren. Mit Müdigkeit und alles was dazu gehört. Bußgelder, ankoppeln für Fortgeschrittene. Alles, was du hier im ETS 2 anmachen kannst, habe ich angemacht. Auch Wetter habe ich angemacht. Ich glaube, 26% habe ich jetzt mal so ein bisschen erhöht. Dass ein bisschen wechselnd das Wetter gedöns ist hier. Ich muss immer gucken, auf was ich mir die ganzen Schalter hier gelegt habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne? Aber das Hubschrauber. Hallo, Bertram. Hubschrauber. Wer kennt's? Wo steht der? Wieso fliegt der Hubschrauber? Wie auch immer. Also das ist wirklich, wenn du ein neues Spiel anfängst, ist dann wirklich, wirklich was für die Hardcore-Zocker unter uns. Denn als für die Leute, die sagen, nee, die wollen gleich hier fetten V8 fahren und Tuning, hast du gesehen? Für das ist das natürlich erstmal noch nichts. Das ist, glaube ich, klar. Scheiße, ich muss hier rein, ne? Ich müsste theoretisch jetzt hier rein. Ja, Kontrolle wird angezeigt. Kann ich da noch rein, ne? Scheiße, ich muss hier rein. Darf ich mal da rein? Darf ich? Ja, der lässt mich rein, ne? Ich muss mal schalten. Da war ja was. Alle LKWs müssen hier runter. 80. Ja, ich bin schon da. Also Fahrzeugüberprüfung, hier steht's. Jetzt müssen erstmal alle LKWs runter hier. Schalten nicht vergessen. Eieieiei. Ich muss nur 30 fahren. Wir werden dann gleich nochmal umschalten müssen. Jetzt ist bloß noch 10 km/h. Alter Verwalter hier.
Bis zum vierten Gang. Alles mit Schalten hier, ne? Alles machen. Guck. So, servus. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Schön, wie alle LKWs hier runterfahren. Finde ich cool. Vielen Dank für die Kooperation. Gute Fahrt. Also ihr seht, das musst du mitmachen, das Ganze. Ne? Da kannst du ja sagen, oh, das ist nicht der Leim. Mach deinen Scheiß alleine. Nee, 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 nee. So ist es dann auch wieder nicht. Also das ist das Reale, wenn ich wirklich sage, ich fahre wirklich Fahrsimulation oder ich fahre das hier Real Life ab. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie wenn ich sage, ich kloppe alles in mein Mod-Ordner rein, aktiviere, habe 10 Millionen auf dem Konto, auf der Kante und fahre einfach. Ne? Das ist wirklich komplett nochmal was ganz, ganz anderes. Und meine Damen und Herren, ich kann euch versprechen, mit diesem Eco-Mod hier, den ich jetzt hier nutze, ich verlinke den euch gerne nochmal, das ist nochmal wirklich ganz was anderes, voranzukommen. Das darf man wirklich nicht vergessen. Das ist wirklich so. Da musst du wirklich gucken, schauen, wie fahre ich, was habe ich für einen Spritverbrauch. Bin ich jetzt bei 35 Liter, Alter, das wäre viel zu viel. Da musst du dann wirklich gucken, dass du vorankommst hier. Ne? Und wir versuchen das einfach. Anhand dieser ganzen Fahrweise, alles was dazugehört, wenn wir unseren ersten eigenen LKW haben, das wird auch noch ganz interessant, weil die müssen mal gucken, für was reicht das Geld, für was für einen Hobel wir dann nehmen. Da müssen wir mal gucken. So 80 sind angeschrieben, dann fahren wir mal langsam 75. Ist gut, weil du dich schön rollen lassen kannst. Dann tut das hier alles nicht so weh, nee, ne? Innsbruck, jetzt ist aber 50. Das muss 50 angesagt sein, oder? Ja, genau, 50. Müssen wir gleich rechts wegfahren hier? Geht das noch mit dem 6.? 6, 7? Oh, nee. Oh, scheiße. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Scheiße! Ist ja zum Glück nicht mein LKW, mein eigener, ne? Das ist nicht ganz so schlimm. Kuppeln und schalten, das ist immer so ein bisschen ein Gruß vom Getriebe. So. So. Denk dran, Druck, Luft habe ich auch aktiviert. Also wenn man der Luft flöten geht, dann gute Nacht. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Man muss ja wirklich einiges jetzt beachten hier, ne? Druckluft und die ganze Schmodder, alles musst du gucken hier. Es geht schon weiter. Handbremse raus. Oh, zweiter Gang, wie können wir im zweiten Gang anfangen? Ich überspringe dann immer ein paar Gänge gerne. Das kann man so machen. Nächstes Mal werde ich Tube Air Tracking anmachen, weil dann tue ich mich da ein bisschen leichter hier. Oh, zu viel. Ach, da kann reichen. Bin ich gleich mal gespannt. Aber das ist wirklich nochmal komplett anders, wenn du hier selber, also wenn du unter solchen realen Bedingungen fährst hier, ne? Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, wo ihr sagt, hey, das hast du doch vergessen, dann sagt mir es bitte, weil dann versuche ich das natürlich hier nochmal umzusetzen, das Ganze, ne? Ist ganz wichtig. Ich will ja versuchen, wirklich so gut wie es geht hier auf realer Basis zu fahren, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, das wollen wir hier dann ausprobieren. Ist es hier schon? Nee, ne? Oh doch, schnell, ich muss hier rein. Oh, nee, was für fahren hier, verdammt, Klotzen auf der Karte. Wir fahren natürlich die 40 Punkte, die wollen wir mitnehmen. Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Okay, wir fahren hier hin, da müssen wir ran. Nein, das wollen wir natürlich nicht überspringen. Wir wollen selber parken, wir wollen die Punkte mitnehmen, 40 Punkte. Das wollen wir machen. Und da müssen wir ran. So, jetzt passt mal auf. Wir werden jetzt hier gleich mal schauen. Das ist wirklich jetzt hier echt eine Hausnummer hier, ne? Rückwärtsgang. Moment, Moment. Eine Scheibe runter. Kupplung schleifen lassen. Alles ganz gemütlich. Oh. Und dann mit Standgas hier rückwärts an der Rampe ran. Auf der Seite ist nichts, oder? Ich muss immer ein bisschen aufpassen hier, weil fährst du nochmal ganz anders, wenn du weißt, es wird ja alles von der Kohle abgezogen. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer hier. Wir werden auf alle Fälle dann nochmal hier
dann schauen müssen. Also das ist dieser Symbolmod, was ich am Anfang gesprochen habe. Ne? Ah, ich muss aber nach vorne fahren. Das gefällt mir nicht. So. Jetzt aber. Jetzt passt es aber, jetzt passt es aber. Jetzt guck an, hier ist immer richtig an der Rampe. Jetzt guck mal auf das Symbol, ob das grün ist. Wenn es grün ist, dann haben wir es geschafft. Üt. So. Ganz witzig hier. Kommt immer so das typische Geräusch, wenn man irgendwie über so einen Hubli fährt oder so. Ist egal. So, T, wir satteln jetzt ab. Das war unsere erste Tour. Jetzt passt mal auf. Was wird jetzt schon angezeigt? Also, wir haben ausgezeichnet. Natürlich haben wir es geschafft. Ergebnis. Tschau, gefahrene Punkte. Von flipp. Neuling. Level 1. Fortfahren. So, wir haben jetzt, wenn ich jetzt eine kurze Zusammenfassung mache, ist es ja so, dass wir jetzt gefahren sind. Ach, guck mal hier. Meine schöne eigene Firmenzentrale. Yeah. Sieht hässlich aus. Egal. Ja, weiter, weiter. Ja, ich weiß. Ich habe noch nicht Geld. Ich weiß. So, jetzt ist so. Es waren 121 Euro, aber wir haben jetzt gleich mal 8 Euro abgezogen für das hier, also ne? für mein ganzes Zeug hier. Auftragsstatistiken. Da ist es. Bußgeld. So eine Scheiße mit der Scheiße. Gleich 8 Schmack bezahlt. Ich könnte kürzen, eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Das wird mich nochmal ganz schön begleiten. Also da sieht ihr mal, was dann, aber man kann das hier sehr gut dann nochmal nachvollziehen. Ne? Auftragsbuch sieht man hier nochmal, Graphitfett und so ein Zeug. Für 121 Euro haben sie gleich die 8 Euro wieder abgezogen und schon habe ich bloß noch 2041. Also ihr seht, bis du da hochkommst, bis du dir das erarbeitest, Alter, das dauert Jahre, meine Damen und Herren. Das muss man auch schon sagen. Ne? Wir können jetzt noch nicht mal Kredit aufnehmen, weil wir noch nicht machen. Ne? Wir müssen erstmal fahren, fahren, fahren. Das ist das, was wir machen müssen. Use Tracks, wir können uns aktuell noch nicht mal so einen alten Hubel kaufen, aber wir werden wahrscheinlich dann später, genau das ist ja der Sinn dieser Geschichte, dass wir mit einem Used Truck loslegen. Mit so einem werden wir fahren, die ersten paar Male, wir suchen uns einen richtig schnieken, alten Mords abgewrackten Hubel aus, der nicht so viel kostet, und mit dem werden wir dann on the road gehen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Gut, jetzt ist natürlich so, wir haben keine, ich bin ja keine Flotte, ich habe ja keine LKW, also muss ich mir einen schnellen Auftrag raussuchen. Das ist, glaube ich, klar. Und ihr seht diese Frachtpreise, wenn ich von München auf Nürnberg fahre für 74 Euro. Eieieiei. Ihr seht, das kostet Zeit en masse. Wollt ihr es real spielen, dann macht es auf dieser Basis und versucht natürlich hier zu gucken. Wenn der eine oder andere sagt, ja, aber das ist doch viel zu wenig. Ja, das liegt daran, dass du ja jetzt hier im Angestelltenmodus bist. Das vielleicht nochmal ganz klar zu differenzieren. Wie ich jetzt hier fahre, ich bin ja gerade angestellt bei einer Firma in dem Sinn, wenn du das neue Spiel anfängst, weil du bist ja noch nicht, du bist ja noch nicht, ich stehe gerade auf dem Schlauch, du hast noch nicht deine eigene Firma nicht und deshalb fährst du im Angestelltenmodus und deshalb fährst du hier unter diese Kosten hier. Bist du dann aber dein eigener Chef, hast deine eigene Firma und dann einen LKW, dann stehen hier natürlich ganz andere Preise. Das steht hier zum Beispiel in dem Fall zwischen 1,50 Euro ungefähr oder 1,40 Euro bis ungefähr auch mal 2 Euro pro Kilometer. Dann stehen ja auch ganz andere Preise da. Ganz wichtig, nicht, dass jemand sagt, Alter, da komme ich ja mein Leben nicht hoch, wenn ich hier bloß hier 107 Euro kriege oder 124 für so eine Tour. Das bitte berücksichtigen. Also das kommt dann später, sobald ihr selbstständig seid, dann könnt ihr hier, werdet ihr sehen, dass ihr hier andere Preise habt. Nur mal das vorweg. Ich werde mich jetzt nach und nach, werde ich hier so kleine Videos machen und fahre dann so kleine Touren und werde euch ja natürlich auf dem Laufenden halten, wie das hier so weitergeht mit dieser ganzen Geschichte. Und ihr dürft das natürlich selber gerne mal ausprobieren. Einfach mal machen. Glaubt mir, das ist mal eine ganz andere Nummer. So. Ansonsten, wie wir sonst immer on the road sind. Ne? Ganz, ganz wichtig. Gut, wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat mit der ersten Eco-Mod-Tour, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine nette freie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.